Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Wolfsfreunde, zu Okami HD. Ja, das erste, was wir gleich machen können, ist Hasen füttern. So, das kennen wir ja bereits, das Hasen füttern, also skippen wir das Ganze mal. Kriegen immerhin 4 Punkte dafür. Hier kann man sicherlich toll fischen. Und irgendwie die Feuer auch mal ausmachen. Ja gut. Wir sollten uns auf jeden Fall wieder Grünfutter besorgen. Dich können wir mal blühen lassen. Ich will dich blühen lassen. Geh auf. Mal wieder ein Reiseglücksbringer, der meine Göttlichkeitsstufe erhöht. Und dann gucken wir mal auf die Karte. Wir haben da oben den Baum gemacht. Ja. Wir können uns jetzt erstmal auf diesen kleinen Inselchen hier weiter umschauen, würde ich sagen. Also die eine nach der anderen abklappern und vor allen Dingen ein Korallenfragment, alle Schätze hier einsacken. Eine Stahlfaustzacke. Also ich glaube, die kleinen Inseln hier hinten, die hatten wir alle schon. Ja, der auf jeden Fall schon mal. Der da auch. Da war der Wasserfall. Hier können wir hochjumpen. Bringt uns nur nicht viel. Was stand hier drauf? Tiefer Abgrund. Ach so. Ah. Ja gut, dann fehlen uns nicht mehr viele Inseln. Zum Abklappern, bevor wir mit der Frau da drüben zum Beispiel sprechen könnten. Wenn es eine Frau ist, mal nur so aus dem Augenwinkel betrachtet. So, und die Strecke. Überbrücke ich doch mal mit ein paar Seerosen. Ach, noch mehr Häschen zu füttern. Und noch mehr Glück für uns. Wir sparen ja gerade auf den zweiten Magen. Wie das klingt. So. Noch mehr Hasen. Bedeutet noch mehr Glück für uns. Da wäre eine Hütte. Ja, da drüben waren wir im Tempel drin. Hier ist ein Loch. Achso, ja, hier waren wir auch. Fatima, das Gesicht von dieser Statue rein. Sie hat den gleichen leeren Ausdruck wie du drauf. Hihihi. Ah, ja, aber was macht man mit diesen Statuen? Ich meine, sprengen können wir sie, glaube ich, nicht. Nö. Euch habe ich schon gefüttert. Wir könnten hier das Tor machen. Ach komm, machen wir mal das Tor hier. Halt. Ich habe was vergessen. Sachen. Nein, nicht Sachen. Ausrüstung. Wir haben nämlich einen neuen Spiegel.
Ja, probieren wir den einfach mal aus. Vielleicht lieber erstmal im Kampf gegen einfachere Gegner. So. Genau. Die Jungs habe ich langsam mittlerweile begriffen, wie sie gehen. Und ja, der Spiegel funktioniert gut. So, die beiden sind down. Was spawnt als nächstes? Ah, ein Trommler. So, wir haben ihn rausgeboxt und zerschneiden ihn. Jo, das war das Tor. So, Vögelchen, die wollen sicherlich Samen. So, das kennen wir ja auch bereits. Gibt allerdings nur 3 Glückspunkte. Oh. Geizkragen. Wollt ihr auch Samen? Nein. Ja, die Hirsche kennen wir auch schon. Denke ich mal. Ja, die geben wenigstens ordentlich was ab. Wir kannten Hirsche doch, glaube ich, schon, oder? Tierliste. Nein, Hirsche kannten wir noch nicht. Diese Tiere essen Grünfutter. Die Männchen tragen Geweihe. Mhm. Ja, wir haben schon einen Teil der Tiere aufgedeckt. Logbuch, Journal. Bestimmung des Sohns. Ich werde ganz allein hier eine Brücke bauen. Junge, wird mein Vater überrascht sein. Aha. Prophezeiungen. Nö, brauchen wir nicht mehr weiter. Wir haben einen neuen Gegner. Ah ja, die Spinnenkönigin. Sie nistet in den Zutarruinen seit ewigen Zeiten. Wird unruhig. Auferstehung von Orochi, geschützt von einer harten Hülle, kennt dieses Biest überhaupt keinen Schmerz. Die wachsamen Augen auf ihrem Rücken machen Angriffe von hinten zu schwierig. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Hülle zu öffnen, könnten die Augen angegriffen werden. Das ist ihr schwacher Punkt, ja. Das hätten wir vor dem Kampf gebrauchen können. Gut, hier war eine Hütte. Gucken wir uns doch jetzt erstmal die Hütte hier an. Und es wird dunkel. Oh, ich sehe gerade, da oben sind... Oh, da oben ist auch sogar ein Schatz. Ah, Schatz ist gut. Eine Perle. Ja, ich weiß ehrlich nicht, ob ich hier einen 100% Rewind draus machen soll. Gebratenes Fleisch. Das Braten verbessert den Geschmack für den Magen. Aha. Gebratener Fisch. Zarter und wohlschmeckender Fisch füllt den Magen. Okay. Hoch. Hallo, Wolfi. Ich nehme mal nicht das... Ich nehme mal nie...
Ach, ich nehme mal nicht an, dass du meinen Sohn gesehen hast. Es scheint, dass er vor kurzem am tiefen Abgrund fischen war, aber er ist nirgendwo zu sehen. Ich hoffe nur, mein Sohn hat nicht versucht, an den Stromstellen eine Brücke zu bauen. Vielleicht mache ich mir auch zu viele Sorgen. Ich sollte einfach weiter warten. Das Beste, das ich tun kann, ist, ihn in Ruhe zu lassen. Ich hoffe nur, mein Sohn hat nicht versucht, an den Stromstellen eine Brücke zu bauen. Natürlich versucht er das gerade. Gut. Jetzt, wie war das? Ich habe da oben... ein Holzbär. Aus Holzgeschnitt ist jedoch beeindruckend wie das Original. Ja, ich habe da oben... eine Blüte gesehen, wollte ich sagen. Ein Bullenhorn, dekoratives Zubehör. Hm. Ist auf jeden Fall cool. Hm. Ja, von hier aus haben wir etwas Übersicht. Aber wieder runter mit uns. Fallschaden gibt es ja zum Glück keinen. Dafür gibt es hier einen Schatz. Eine Libellenperle. Oh, ein Kampf. So, wo ist Fisch? Da war Fisch. Da war Kämpfer. Also der neue Schild hat auf jeden Fall rein. Aber das Ding können wir immer noch nicht zerhacken. Nö. Fragen wir die Alt Lady mal nach einer neuen Prophezeiung. Hallo, Super Orakel. Können wir hier deine Wand sprengen? Können wir einen geraden Strich zeichnen? Ja gut, wir können die Puppe für Äpfel ausnehmen, aber das war's auch schon. Ich wusste, du wirst kommen, weißer Wolf. Du wirst geplagt. Nur dann, wenn du Geld hast, bin ich bereit. Interessiert? Ja, bezahlen wir die mal. Ah, dann lass uns mal sehen, was die Knochen zu sagen haben. Wow. Es überkommt mich, ich kann es sehen. Eine Brücke vom Sturm zerstört, ein kindlicher Versuch, sie zu reparieren. Eine so große Brücke braucht wahrscheinlich ein Wunder. Ich kann dir aber nicht mehr sagen. Du musst selber Hinweise finden. Haha. Ja, eine neue Prophezeiung. Super toll. Die ist also einfach nur eine Hilfestellung, wenn man selber nicht weiß, was man treiben soll. Ja, und was auch immer das Ding macht. Hm. Also gut, gucken wir uns weiter um. Ich meine, ich hoffe, wir kriegen auch irgendwann mal eine Möglichkeit, Feuer zu löschen und so.
Ja, auf den da habe ich nicht nochmal Bock. Deswegen umgehe ich ihn einfach. Ich mache lieber hier das Tor mal kaputt. So. So, ein Trommler. Nachdem ich kapiert habe, wie die gehen, sind sie auch schnell Hasenfutter. Ja. Noch mehr Grünfläche und... ein Stein zum Verschieben? Ah, es wird Tag. Affen essen, glaube ich, alles. Ja. Gut. Muss ich noch herausfinden, was ich mit dem Stein anfangen kann. Und wo ich gerade bin überhaupt, weil hier geht es auf einmal ziemlich runter. Tintenstein. Unbegrenzte Reserve und zeitweise unbegrenzte Tinte. So, was ist mit dir? Ich hoffe nur, mein Sohn... Ach so, du bist der Typ von der Hütte. Okay. Ach, hier gibt es jetzt auch einen Händler. Zur Hotoshi-Quelle. Oh, was für ein Mist. Tief im Magata-Wald gibt es einen großen Fluss, den man Nara-Fluss nennt. Die Brücke über ihm wurde neulich bei einem Sturm zerstört. Deshalb bekomme ich keinen neuen Vorräte. Glücklicherweise habe ich noch recht große Reserven. Deshalb kann ich weiterhin verkaufen. Gut, ich weiß dann, was geschickt wurde. Den Einkauf... Ja. Machen. Goldstaub. 5000 Yen. Ja, zweimal Goldstaub auf jeden Fall kaufen. Tintenstein. Exorzismus M verursacht mittleren Schaden. Und da sind die großen Heilknochen. Na, ich habe genug kleine im Augenblick. Könnte ihm Fisch verkaufen. Ist erstmal geschenkt. So. F1, nicht Escape. Wähle eine Waffe, die verstärkt werden soll. Ja, auf jeden Fall das knurrende Biest. Verstärke auch mal die Gebetsperlen. So. Gut. Oh, hier oben geht's ja auch noch weiter. Ja, okay, das Tor führt nach da oben. Ich glaube, ich gucke mir als nächstes da oben mal um. Nachdem ich die hier verkloppt habe, um einen besseren Spiegel zu testen. So, die Grünlinge werden schon nicht mehr grau, wenn sie sterben. Wenn sie sterben, wenn ich sie anhaue. Ja.
Gut, das heißt, bevor ich zu der Quelle gehe, gucke ich mich mal hier oben um. Hier oben sieht es auch recht interessant aus.